Vendetta 29 hier aus Wien, neben mir Juri Juric nach einem fantastischen Sieg. Ich gratuliere. Wie war denn der Kampf für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ganz gut. Ich hätte mir nicht erwartet, dass er auf einmal ringen will mit mir, weil er normalerweise ein Kickboxer ist, Stand-Upper. Ja, was das angeht, hat er mich überrascht, aber ich war gut vorbereitet. Man hat es gemerkt, denn das ganze Ding war nach eigentlich wenigen Sekunden vorbei. Du hast dann Top-Position bekommen und dann mit Hammerfists das eigentlich ganz schnell beendet. Das war aber nicht dein Plan, oder? Nein, eigentlich war geplant, im Stand-Up zu kämpfen, meine Kicks durchzusetzen, aber ja, hat sich so ergeben. Habe auch nichts dagegen. Wie hat deine Vorbereitung ausgesehen? Hast du dich speziell auf deinen Gegner eingestellt, oder? Ja, also die letzten zwei Wochen in der Vorbereitung habe ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ich war 13 Tage K.O., habe 5 Kilo abgenommen. Ich habe den Kampf jetzt am Sonntag vor 6 Tagen erst angenommen. Also davor habe ich sehr viel trainiert, sehr gut trainiert. Nur die Lebensmittelvergiftung, da war es dann, soll ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich gehe rein und was passiert, passiert. Es war die richtige Entscheidung, hat man auf jeden Fall gesehen. Wie soll es denn weitergehen? Wo kann man dich als nächstes kämpfen sehen? Ich hoffe bei der Cage Fight Series in 5 Wochen. Und dann 3. oder 4. Dezember, ich weiß nicht wann genau, ist wieder die Vendetta. Hoffentlich da wieder. Hier bei der Vendetta, fühlst du dich wohl vor dieser Kulisse? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Möchtest du noch jemanden Danke sagen oder jemanden grüßen? All meinen Trainern, meinen Freunden, meiner Familie, meinem Gym, meinen Sponsoren. Ohne die das alles nicht möglich wäre. Ja. Danke euch fürs Interview. Ja, ich sag vielen Dank. Gratulation nochmal zum Sieg und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Danke.